Mikrogravitation entdeckt. Hallo und herzlich willkommen zu Prey. Oh Gott, das ist viel zu laut. Wieso ist das so laut? Keine Ahnung. Ich habe mal mir gedacht, ich fange einfach mal direkt hier draußen an, weil, naja, ich muss ja eh hier raus. Okay, wieder völlig umgedreht hier. Rumpf durchbrochen. Haben wir den nicht repariert? Ist er schon wieder da? Keine Ahnung. Wo müssen wir denn hin, um... Das ist gerade einfach verschwunden. Satellit im Außenbereich. Ach du lieber Gott, wir müssen zum Satelliten. Hui! Na? Kommt jetzt, explodiert doch mal mit den anderen mit. Oh, nein. Aha. War nicht noch einer? Keine Ahnung. Oh, wir haben ein paar. Menschenskinder, wir lassen die einfach mal. Was ist mit diesem Rumpfdurchbruch da? War ich da nicht schon? Schon wieder alles vergessen? Was, wo? Warnung. Vitalwerte kritisch. Halt! Ich muss erst was nehmen. Ein paar Äpfel zum Beispiel. So, wie viel haben wir? Da werde ich einfach von hinten angegriffen, weißt du? Von hinten, Leute, von hinten. Ist das fair? Nein, ist es nicht. Ich finde es gut, dass die Zeit immer anhält, wenn wir was essen müssen. Und da kriegen wir auch Psi von. Ja, ist ja schön. Ich kann leider nicht, Hui! War hier nicht noch einer? Nicht? Oh, hi! Na, ihr? Oh, das war gut. Huh! Ich habe dich gerettet! Wissenschaftsoperator! Kommen wir mal schneller? Danke. Hallo? Red mit mir! Dankeschön. So, was hast denn du dabei? Wow, toll. Sieht dann nur interessante Sachen für mich. So, eigentlich wollte ich hier, da zu diesem Durchbruch, ne? Mal gucken. Da ist der Satellit. Ja, der fliegt halt hier rum. Kommen wir da durch? Ja, okay. Nein, die trauen wir nicht. Was ist denn das für ein Zeug? Achso, das ist der Durchbruch. Müssen wir mit diesem Durchbruch auch noch irgendwas machen? Ja! So ähnlich war es geplant. Wow! Liegt der immer noch hier rum? Was wollt ihr denn? Könnt ihr jetzt mal... Oh. Die töten sich einfach nicht gegenseitig. Und jetzt Schubschwierigkeiten oder was? Was? Okay, geh jetzt einfach mal da rein. Was soll's? Hey, hier fliegt Wasser! Okay, da ist nichts mehr drin. Wo sind die denn jetzt? Hä? Keine Ahnung. Was soll ich denn hier überhaupt tun?
Mich am besten erstmal richtig rumdrehen. So ist falsch rum übrigens. Naja, egal. Haben wir dafür einen Code? Drei? Nö. So wichtig ist das nicht. Das hier kommen, brauchen wir auch nicht zu reparieren. Da draußen fliegen die Viecher rum. Okay, wo ist jetzt die Tür gewesen oder so? Da ist noch ein Durchbruch. Hier war doch eben eine Tür, oder nicht? Warte mal. Hallo, Orientierung, wie geht's dir denn so? Da ist die Tür. Alles klar, da ist noch eine Tür, da können wir was reparieren. Guck mal. Das ist doch sicherlich sinnvoll, das zu tun. Wo ist eigentlich dieser Operator hin? Da flog was. Hier. Ne? Au. Gut, das sollte ich wohl. Strahlen- und Wellenlabor. Ach so, ich habe jetzt hier zugemacht, damit ich von der anderen Seite da rein kann, ja? Glaube ich. Ah! Oh Gott. Oh, Calvino. Wieso habe ich das nicht vorher schon gemacht? Man weiß es nicht. Man weiß es einfach nicht. So, okay. Das sollten wir hier auf jeden Fall machen, ja? Da sehe ich noch was Schickes. So, wenn ich ab und zu mal aussage, macht euch nichts drauf. Draus. Ich habe mich irgendwie verrenkt und meine Schulter tut weh. Das passiert schon mal. So, Satellit. Jetzt wollte ich gerade Lena singen, aber es fällt mir nicht mehr ein, wie der Text geht. Lass ich das einfach. Mehrere Ziele. Wo ist der Satellit? Da. Hä? Wer redet? Bestimmt der Roboter, ne? Ui, ui, ui. Mal sehen, ob wir bis dahin überhaupt kommen. Ah, wir kommen näher. Der wahrscheinlich auch. Wahrscheinlich fliegen wir gleich voll dagegen. Halt, bleib stehen! Ja? Gute Arbeit. Das dürfte die Aufmerksamkeit dieses Albtraum-Typhons wecken, der sie jagt. Ich schicke Ihnen zwei Aktivierungssignale. Das erste führt den Typhon von Ihnen weg. Das zweite holt ihn heran. Mit Ihrem Transcribe-Nachrichtensystem können Sie sie starten. Was? Also jetzt kann ich den mal weglocken, wenn die mich nerven. Toll. Jetzt weiß ich aber gar nicht, wo ist denn hier mein Eingang? Luftschleuse, Shuttle Dock, Sperre. Luftschleuse, Psychotronik, was haben wir da? Ich glaube, ja, geh mal wieder da rein, oder? Guck mal, keine Ahnung. Wie gut, dass ich grundsätzlich einfach nicht weiß, was ich tue. Dann fällt das nicht so auf. Wenn ich auch hier nicht weiß, was ich tue. Da gibt überhaupt keinen Sinn. Egal. Wo ist denn die Luftschleuse? Von außen? Da irgendwo? Ist der Weber, der diese wunderschönen gewebte Geweber hat, ist der noch da? Ich hoffe nicht. Ich sehe ihn gerade nicht. Das ist gut. Da ist die Luftschleuse. Keine Ahnung, ob ich auch da rein will, aber ist egal. Ich gehe jetzt einfach da rein. Da bin ich auf jeden Fall nicht rausgekommen. Mal sehen, wo wir dann sind.
Komm, ein bisschen schneller kannst du schon. Sobald du die erfasst, kannst du schießen. Na? Na? Sehr gut. Ich möchte da rein, bitte. Hui! Lass mich rein, lass mich rein. So. Ein Arboretum. Da wollt ihr sowieso auch hin, oder nicht? Ach, ich will zu so vielen Orten. Wahrscheinlich kommt jetzt eh ein Albtraum. Ich schicke dir den Code zu meinem Gravitationsschacht. Sofern er noch funktioniert. Danke. Da will ich aber noch gar nicht hin. Ach, hier sind wir. Okay. Das ist das Problem, wenn man immer die Orientierung verliert, wenn man da draußen ist, ne? Wir gucken mal gerade. Ziele. Ja. Wir müssen wieder zurück zum Maschinenlabor. Lalala, lalala. Ach, und die wollen die auch noch finden. Ich dachte, das könnte ich da, ne? Naja, gut. Hier müssen wir zur Brücke. Die müssen wir da treffen. Hier müssen wir auch zum Maschinenlabor. Gut, dann würde ich sagen, Moment, wir gucken mal. Vielleicht ist das schon das Maschinenlabor? Nein, Datenzentrale, stimmt. Okay, ich gehe mal zurück zum Maschinenlabor und dann würde ich sagen, sehen wir uns dort. Bis gleich. Guten Tag, da bin ich wieder. Eigentlich wollte ich ja... Tja. Eigentlich wollte ich wo... Oh, da hängt einer. Eigentlich wollte ich woanders hin, aber ich habe gerade... Warte. Jetzt gib mir den. Okay, geht nicht. Hätte ja sein können. Ach, von hier komme ich dran. Der hat aber noch eine Zitronenschale dabei. Iiii, du hast gar keinen Kopf. Wo ist denn dein Kopf? Guck mal, ob ich den finde. Nein, hör auf jetzt. Fokus. Ja, auf jeden Fall bin ich aber auf dem Weg, wo ich, also eigentlich wollte ich zur Lobby, aber ich habe stattdessen die Brücke gefunden und da dachte ich, gut, gehen wir erst zur Brücke. Weil hier ist ja der Koch, also suchen wir jetzt mal den Koch und hoffen, dass wir den finden. Und dass er sich nicht allzu gut versteckt. Hallo? Koch? Haben wir hier schon mal? Weiß gar nicht. Hallo. Guck mal, was hier aufgefüllt wird. Huch. Ist hier noch eine gerade? Ja, die Geschütze, die können uns leider nicht mehr helfen. Was ist denn das für ein Geräusch? Hier waren wir definitiv noch nicht, sonst wäre hier ja nichts mehr drin. Aber wahrscheinlich waren wir nur hier unten nicht, oder? Keine Ahnung. Hallo? Ey! Achso, oh, 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 oh! Geh weg jetzt! Jetzt reicht mir aber mit dir. Sag mal, ich wollte mir gerade hier den Matt angucken. Das Matt heißt es. Da, schallgedämpfte Munition. Hab ich den schon? Keine Ahnung. Wo geht's hier lang? Doch, hier waren wir schon. Ne, der ist aber noch nicht ausgeräumt. Keine Ahnung, ich weiß es einfach nicht. Ich weiß es einfach nicht. Ist aber auch egal. Wir gucken hier sowieso nochmal. Hey, das hat sich gereimt. Ja, ich würde sagen... Oh.
Schallgedämpfte Pistole. Ist sie nicht sowieso schallgedämpft, aber... Boah, ey, dieser Rücken, ne? Den kannst du wegwerfen. Wegwerfen einfach. Einfach wegwerfen. Ist sowieso schallgedämpft, ne? Ich bin gerade sehr verwirrt. Es tut mir leid. Leichte Dienstpistole verwendet irgendwie eine Metermunition ist. Nein, die haben wir nicht. Wie können wir. Die andere haben wir ja schon verbessert, dann wäre die doch auch verbessert, oder nicht? Aber die hat natürlich nicht so viel Feuerkraft. Ach, was soll's. Wir brauchen nichts Schallgedämpftes. Oder hatten es vielleicht vorher eh und ich habe keine Ahnung. Ja, auch egal. Sieht aus, müsste er kotzen. So. Da ich da schon was gesehen habe. Verlust von Atmosphäre oder. Und in kritischen Notfällen begeben Sie sich bitte zum nächsten Sammelpunkt. Toll. Wo ist denn der jetzt runtergefallen? Und nochmal. Kannst du mal aufhören, da runterzufallen? Ich treffe dich doch dann nicht. Danke. Kommandodeck. Hier war ich noch nicht. Hey, wir haben was gefunden, wo wir noch nicht waren. Spencer. Du hier. Achso, ich wollte auch mal gucken. Boah, ey, dieser Rücken. Das werdet ihr heute leider sehr oft von mir hören. Es tut mir sehr leid. Nein, da wollte ich nicht hin. Anzugchipsätze. Was haben wir da? Ich sag ja. Achso, nein, ich will sehen. Hier. Aufpralldämpfer. Verringert den Schaden durch Zusammenstöße bei Schwerelosigkeit. Okay, ich bin zwar nicht besonders gut da drin, aber ich glaube, bis jetzt habe ich das noch nicht gemacht. Also so Zusammenstöße. Erhöht die Batterielebensdauer der Tischtaschenlampe. Genau, der Tischtaschenlampe. Nein, das brauchen wir aber auch nicht. Da ist nichts. Moment, ich muss niesen. Oder auch nicht. Vielleicht muss ich auch nicht niesen. Oh Gott. Ich versuche daran zu denken, es rauszuschneiden. Ansonsten habt ihr da eine kurze Schaffenspause gehabt. Oh, okay. Geh mal hier drauf. Okay, da macht sie nichts. Observationsdeck. Ich glaube, ich renne erstmal hier rum. Komme ich da überhaupt rein? Keine passende Schlüsselkarte, natürlich nicht. Steht der da vielleicht schon? Nein. Habe ich hier einen Questmarker? Nee, nur für die Tür. Vielleicht, der ist doch bestimmt, der ist bestimmt irgendwo. Hier, das hier räumen wir gleich mal weg. Ich glaube da, oder... Hallo? Na du? Hier ist doch bestimmt... Nein, da ist keine Tür hinter. Ist ja schade. Oder? Bin mir unsicher. Müssen wir gleich mal gucken. Das ist das Arboretum, ne? Ja, guck mal, steht sogar dran. Das sieht schon echt schick aus, was der da baut. Hä? Hat das Arboretum, das dreht sich, oder... Okay. Wir sind extra irgendwie. Interessant. Was steht da oben vielleicht? Keine Ahnung. Krieg. Krieg bleibt immer gleich.
Ich musste es tun. Ich musste es einfach tun. Ich hatte keine Wahl. Ist das unsere Raumstation da? Keine Ahnung. Was? Wer, wo, was? Kann sein, ne? Also die, die wir ausgeräumt haben, halt, die meine ich. Hey, Wasser! Wie, keine Drinks mehr drin? Der Eis schon gesoffen? Kommunikation. Was haben wir hier? Auf dem Stuhl angefallen. Das tut mir aber leid. Obwohl, es tut mir sehr leid, aber es sieht irgendwie lustig aus. Oder? Findet ihr nicht? Es hat schon was. Okay. Izumi Minami. Es tut mir leid, dass du tot bist. Oh, Transcribe. Oh. Kann er die nicht einfach so automatisch abspielen? Nee, bei Inventar, ne? Müssen wir schon, oder? Transcribe? Daten! Wir müssen zu den Daten! Oh Gott, ist das furchtbar. Audiologs bestimmt. Oh, da haben wir ja noch andere. Können wir das... Nicht, dass wir dann einen anlocken. Halt das nicht gleich an? Okay. Also wenn eine kommt... Ich empfange ein SOS-Signal von einem Kirk Rammer. Ich wollte ihn in Sicherheit führen, aber die Verbindung wurde unterbrochen. Er sagte was von Fluchtkapseln und Lebenserhaltung. Sprechen Sie mit Chief Cho oben in der Datenzentrale. Ich bin kein Netzwerktechniker. Sie sind sein Vorgesetzter. Lady, wissen Sie überhaupt, was hier unten vor sich geht? Einer meiner Frachträume wurde aufgesprengt. Ich vermisse einige Leute. Bitte sagen Sie mir, dass ein medizinisches Team unterwegs ist. Tut mir leid, ich weiß es nicht. Aber ich kann Ihre Nachricht an Dr. De Vries weiterleiten und... Verdammt, ich muss Schluss machen. Doktor, was soll denn der Psychologe da jetzt machen? Sag mal, habt ihr wohl nicht mehr alle. So, was haben wir denn hier noch? Ach so. Zelluläre Gesellschaft. Okay. Wo ist Kirk abgeschlossen? Yay! Wir haben Kirk gefunden. Haben wir den gesucht? Haben wir den nicht schon wieder weggelockt auch? Ah ja. Alles klar. So viel geschafft. Boah. Toll. Und das nur, indem wir einen Audiolog angehört haben. Pff, mehrere. Oh, noch ein Transcribe. Ja. Und gleich was zu lesen. Nee, doch nicht. Wie kommen wir aber zu den Daten? Die? Nö, da kommen wir nur so. Keine Ahnung, was da der Shortcut ist. Audiolog. Audiolog. Was haben Sie für mich, Cothran? Chief, ja. Ich habe mir den Flugplan des Volontärshuttles angesehen. Es ist 12 Minuten lang vom Radar verschwunden, bevor es weiter in Richtung Erde geflogen ist. In leicht veränderter Flugbahn. Kaum merklich. Als ob es von einem anderen Punkt der Station gestartet wäre oder die Talos anders umflogen hätte. 12 Minuten? Was ist mit den anderen Shuttles? Es sind nur die der Volontäre. Die dafür alle. Sie starten von der Station, verschwinden 8 bis 10 Minuten und tauchen plötzlich wieder auf. Die VIP-Shuttles verhalten sich normal. Verstanden. Behalten Sie das für sich. Was denn, Chief? Exakt. Gute Arbeit, Matt. Elisa, over. Also sind schon Sachen von der Talos auf dem Weg zur Erde? Oder wie jetzt darf man das verstehen? So, Programm. Haben wir hier eine Bereichskarte? Jawohl, her damit. Yay, eine Karte. Yay, okay, Entschuldigung. Okay, hier ist ein Besprechungsraum. Und da ist noch so ein... Warte mal. Nee, da waren wir. Der ist zu. Der ist zu. Wir können aber nach oben gehen.
Das Kapitänsloft, alles klar. Und unten? Fluchtkapseldock, alles klar. Ach so, das sind die Besatzungen. 5 haben wir schon davon, hey. Hallo, Spencer. So. Das nehmen wir mit. Das auch. Das noch mehr zu lesen. Noch mehr Besatzungsmitglieder. So, und das da war die Tür, ne? Die ist zu. Okay. Okay, okay. Her damit. Der ist auch zu leer, ja. Toll. Aha, was haben wir hier? Neue Leute. Danielle Show. Von Danielle Show an Sky Braxton. Schön. Betreff neue Leute. Ich bin schon ganz gespannt auf die Neuankömmlinge. Und jetzt da auf zu grinsen. Die. Pff, hä? Von Sky an Danielle. Ich hoffe nur, dass im Rahmen des Austauschs der Rotation von der Erde keine neuen Leute in die Psychotronik gekommen sind. Arg. Okay. Wieso? Willst du nicht, dass da welche sind? Einverstanden. Also das kommt jetzt wieder von Danielle Show. Einverstanden. Und ich kann immer noch nicht glauben, dass du dieser zusätzlichen, ich kann nicht lesen, unter Schmerzen. Es tut mir leid. Das ist jetzt heute meine Ausrede. Ich könnte mich mal wieder heilen. Entschuldigung. Dass du dieser zusätzlichen Neuromod zugestimmt hast. Obwohl du wusstest, wie gruselig diese Psychos sind. Aber was noch schlimmer ist, ihre fehlende Persönlichkeit ist ansteckend. Selbst Morgan hat jetzt einen glasigen Blick. Sie lächelt nicht, macht keine Witze mehr. Und das seit wann? Seit einem Monat schon? Seit einem Jahr? Die. Tja. Was liegt an den Neuromods? Oder vielleicht daran, dass sie nicht mehr wusste, wer du bist? Oha, wen haben wir hier? Oma. Hey, eine Schlüsselkarte. Yippie! Man sieht gar nicht. Ich komme. Oh, erschreck mich doch nicht so. Mir doch egal, ob du kommst. Spaß dabei. Das ist gut, dass hier generell immer so ein bisschen brummt. Dann hört man meinen PC nicht brummen. Hihihi. Kann ich hier irgendwo... Nö. Ich dachte, wäre vielleicht was Fensteriges. Okay. Ausschalten. Ach du liebe Gott. Energie ausschalten. Kameraumlauf. Vorwärts, rückwärts, Pause. Bei technischen Problemen mit dem Bildschirm bitte Dr. Dorinza. Kamerahöhe. Und wo ist das Bild dann? Energie ausschalten. Nee, ist ja Quatsch. Vorwärts, Pause, rückwärts. Was ändert sich hier? Nichts. Okay, Energie ausschalten. Welche Energie habe ich ausgeschaltet? Oh, oh, warte mal. Ach, das sind gar keine Fenster. Das ist mir nicht aufgefallen. Okay, machen wir mal aus.